Markus Weinzierl nachdenklich, analytisch. Er sei definitiv nicht ratlos, sagt er, trotz der Bilanz des Grauens. Schalke mit 0 Punkten. Ich schaue sie mich an, ich kenne sie und weiß sie, aber ich schaue nicht stündlich oder täglich drauf. Sollte man derzeit als Schalker auch eher nicht tun. Weinzierl gibt sich optimistisch. Es sind immer noch 90 Punkte zu vergeben. Es ist klar, dass 4 Spiele am Stück zum Start natürlich nicht angenehm sind, die zu verlieren. Aber es gilt immer positiv weiterzudenken, weiterzuarbeiten. Das hochgelobte neue Konstrukt der Königsblauen, noch ohne zählbaren Erfolg. Und trotzdem bleiben sie alle ruhig. Untypisch für Schalke. Ich glaube, dass jeder Fan erkennt, was die Problematik ist und wie die Geschichte ist. Ich glaube, dass die Fans auch in den letzten Jahren nicht hundertprozentig zufrieden waren. Sonst wäre ich auch nicht neu hierher gekommen, wenn alles optimal gelaufen wäre. Und dann hat man eben diese Vorbereitung, die so war, wie sie war. Und jetzt eben die neuen Spieler, die sehr spät dann dazugekommen sind. Und jetzt gilt es, eine Mannschaft zu finden. Zu oft schon haben sie in Krisensituationen hektisch reagiert. Etwas Gutes ist nur selten daraus geworden. Dieses Mal nicht. Keine Panikreaktion. Es ist überall das Gleiche. Du brauchst Punkte, du brauchst eine gute Situation in der Tabelle. Und die haben wir aktuell nicht. Und dann ist es auf Schalke das Gleiche wie in allen anderen Vereinen auch, dass man da unzufrieden ist, wie jeder einzelne Spieler und jeder im Trainerstab auch. Ein radikaler Neustart im Sommer. Erfolgslosigkeit hin oder her. Schalke bleibt auf dem eingeschlagenen Weg. Klar ist aber auch, dass die Aufbruchstimmung längst verpufft ist. Positive Ergebnisse müssen her. Und wieder ist die Hoffnung auf 3 Punkte groß. Dieses Mal soll es gegen Hoffenheim klappen. Ja. Wir wollen gewinnen. Wenn du nicht gewinnen kannst, dann musst du punkten. Verlieren ist immer das Schlechteste. Sollte nicht passieren, darf nicht passieren. Wir wollen gewinnen. Weinzierl ist noch nicht einmal 100 Tage im Amt. Auf Schalke haben sie sich aber fest vorgenommen, diese Krise gemeinsam zu meistern.